This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Life is full of ups and downs. Ups and downs. Oh, na na no. Life is full of ups and downs, a lot of things to do. Now take more than you can give, now bite off more than you can chew. Fall all the way, so them can take control. Believe and trouble carry other the way that you can hold. And even if you down, you can rise up again. Yes, just don't give up, cause trouble will always be your friend. No matter who them try, no matter what them do. Have you believe in yourself and try is there for you, yeah. Hi Leute, okay, gerade im Weinberg, genießt die Sonne ein bisschen. Ich wollte heute mal ein Video zum Thema Wahrnehmung und über die Sinne machen und ja, was man sich für sich selber daraus schließen kann. Als erstes möchte ich mal darauf eingehen, dass ja, wie eingeschränkt die Wahrnehmung eigentlich ist. Zum Beispiel beim Licht, man nimmt ja immer nur ein bestimmtes Spektrum vom Licht wahr. Sonnenbrillen zum Beispiel, das ist ja ultraviolettes Licht filtern und so weiter. Und genauso beim Hören, ultrahochfrequente Töne, höhere Frequenzen, tiefere Frequenzen nimmt man ja gar nicht wahr. Manche Tiere nehmen das ja zum Beispiel wahr oder kommunizieren so wie Delfine oder Wale. Ja, und man muss sich erstmal bewusst machen, dass man überhaupt gar nicht so viel mit den Sinnen wahrnimmt. Und dass manche Tiere viel mehr wahrnehmen als wir. Genauso Erdbeben zum Beispiel, wenn Erdbeben ist oder Tsunami, die Tiere wussten es vorher schon, hauen dann ab, weil die eine andere Sensibilität dafür einfach haben. Und ja, das sollte man sich bewusst machen. Und als zweiten Punkt sollte man sich einfach mal klar machen, dass man auch nur was wahrnimmt, wenn es sich verändert. Also, wie mit dem Frosch im Kochtopf, wenn er im Topf sitzt und tut heißes Wasser rein, springt er sofort raus. Und wenn er aber schon im Wasser sitzt und man dreht es langsam auf, die Wärme, dann stirbt er, weil sich so langsam erhitzt, er nimmt es nicht richtig wahr, weil die Veränderung so gering immer ist. Und bevor er es merkt, ist er verkocht. Und beim Menschen ist es eben genauso. Man kennt es ja auch, wenn man irgendwo in einem stickigen Raum hockt, die Luft wird langsam immer schlechter, man hockt mit mehr Leuten da drin, kein Fenster ist offen. Und nach einer Zeit, oder es kommt einer in einen Raum und sagt dann einfach, oh, ist hier eine schlechte Luft drin, hockst drin und denkst dir, ja, gar nicht gemerkt. Und ja, du merkst es dann erst, wenn du rausgehst aus dem Raum auch. Also, ja, man kennt es ja, man hockt in dem Raum und dann, wenn du rausgehst, dann merkst du erst, ah, okay, war total scheiße Luft. Und als dritten Punkt möchte ich einfach, was hat es mit mir zu tun? Was kann ich daraus schlussfolgern? Ist einfach, dass man mal alte Muster zum Beispiel durchbrechen sollte oder sich mal bewusst aus Situationen rausbegibt, um dann wieder einen klaren Blick zu bekommen, was man überhaupt, ob die Situation eigentlich einen noch zufriedengestellt hat oder ob die sich langsam in so eine Richtung entwickelt hatte, dass es einem einfach nicht mehr gut tut. Es geht mit Beziehungen oder allen möglichen. Man könnte einfach mal bewusst zum Beispiel mal eine Woche Urlaub machen, aus seinem Umfeld ein bisschen rausgehen. Oder bewusst halt mal alte Muster durchbrechen. Mal ein, zwei Wochen den Fernseher auslassen und mal schauen, was das mit einem macht. Oder ja, wie man merkt, wie abhängig man überhaupt von den Sachen war. Oder wie man angehaftet hat an den Dingen. Und ja, das könnte man zum Beispiel machen, mal den Fernseher auslassen. Oder mal sich einfach von alten Gewohnheiten mal so die durchbrechen. Fasten ist da halt auch eine gute Möglichkeit wieder, um seine Essgewohnheiten mal wieder zu resetten und einfach wieder auf einen anderen Geschmack zu kommen. Und ja, zum Beispiel mal Zeitung weglassen, könnte man mal keine Medien lesen, hören.
ja, das wollte ich euch heute mal ans Herz legen und ja, vielleicht macht das ja mal, vielleicht probiert das mal aus, irgendwelche alten Muster, mal den Fernseher auslassen, mal keine Zeitung lesen oder ja, mal fasten. Probiert es mal aus und schaut, was es mit euch macht, was er daraus über euch, über eure Anhaftungen und so rausfinden könnt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ja, hinterlasst einen Kommentar auf dem Video, abonniert den Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal. Peace.